Meine Freunde, willkommen zurück zu Dead Island 2. Letzte Folge. Haben wir 7-mal auf die Fresse bekommen vom Drill Sergeant. Der hat uns so hops genommen, der Drill Sergeant. Deswegen wäre ich jetzt mal sehr angetan. Vielleicht mal nicht sterben könnten, zumindest für eine kurze Zeit. Bin ich schon wieder fast tot, Digga. Oh. Auf geht's nach Bel Air. Da hat was im Kopf hängen. Fürs Protokoll. Okay. Spieleinstieg. Ah, volles Leben wieder. Wer hat das Licht ausgemacht? So, da war Sicherungskasten. Digga, ich muss jetzt den ganzen Weg da hochlaufen, Alter. Back to Miss Jones' Palace to collect the Queen and her loyal subjects. Also das ist... Das ist so eine Falle hier. Clickbait. Oh, what? Now that seems like my kind of party. Okay. Also, so weit ist es gar nicht zu Emmas Haus, habe ich festgestellt, so irgendwie, aber wo ist die neue Nebenquest? Neue Nebenquest, Clickbait. Ah, eine Karte von... Oh. Oh, okay, das ist eine relativ große Region. Ich habe jetzt 2 von 10 Orten entdeckt. Aber wo ist jetzt die Nebenquest? Wird die mir nicht angezeigt? Moment, eine Soziale ist bestimmt nicht. Das bin ich. Gab es denn die Quests? LOL, ich habe komplett vergessen, dass ich auch Sachen werfen kann. War ich hier nicht schon mal? Doch, ich war hier schon mal. Oder? Team Alpha, Team Beta. Aber ich weiß es nicht. Doch, ich war hier schon mal. Hallo, entschuldigen Sie. Interessant. Ich bin quasi zu früh hier gewesen. Bevor die Party stattgefunden hat, war ich quasi hier. Ah, bist du Captain, ha? Hey, schlitz dich auf! Wo ist er? Noch jemand? Ich bin gerade in Schlitzlaune. Rar. Schlitz ins Gesicht. Schlitz den Magen auf. Okay, hat echt so funktioniert. Ein paar Billardstäbe mitnehmen. Ich habe das zwar schon mal alles aufgeräumt hier, aber... Räumen wir es halt nochmal auf. Hi! Ich bin hier, um genau das gleiche bei dir zu machen wie beim letzten auch. Kurz einen Energy-Drink reinpfeifen. Hi! Bewunderst du die Kunst? Ich glaube jetzt gleich nicht mehr, du. Boah, voll im Blutrausch, Alter. Hi! Der schaut aus wie ein normaler Mensch. Jetzt nicht mehr. Siehst du das zum Heilen? Hagelt. Heilkit! Heil. Heilkit. Könnte man jetzt auch falsch verstehen. Da oben ist auf alle Fälle irgendeine, die ist krass drauf. So viel kann ich sagen. Was aber interessant ist, weil vorhin war sie nicht da. Wahrscheinlich hat sie sich versteckt oder so. Ich suche eigentlich nur Heilkits. Falls der nächste Drill-Sergeant vorbeikommt. Entschuldigung, geht's hier? So ein Schrott. Da ist ein Kühlboxen-Heilkit drin? Nur Geld.
Da draußen war ich eigentlich auch schon mal. Ich bin stinksauer, ich schlitz dich auf. Du hässliche Kreatur. Noch jemand? Hübsch, hier oben war ich nicht damals. Es hat schon was. Doch, war ich. Ich glaube, ich war hier oben auch schon. Sorry, ich habe mich verdrückt. Wollte eigentlich so machen. Man sagt immer so schön, auf dem Boden liegende soll man einsch... Woher habe ich jetzt gewusst, wie das funktioniert? Nee, ich war hier nicht. Nee, war hier nicht. Kann mich nicht dran erinnern. Irgendwas mit totem Kopf. Also auf alle Fälle war das hier mal... Treibgas. Hier ist jemand auf alle Fälle hart am Chillen, so viel kann ich sagen. Und richtig litte Ausstattung. Besser als meine. An meine Follower. An meine Follower. Oh, das ist die Nummer 1. Oder was? Jetzt ist auch noch Snapterdown. Das Gesicht, wenn du auf einmal all deine Gedanken mit deinem Telefon tippen musst, anstatt sie mit seinen 50.000 Followern zu teilen, schickt mir Kraft, Leute. Ich habe gerade das unfassbarste glutenfreie Puten-Sandwich aller Zeiten gemacht. Die Saftigkeit toppt echt alles. Obendrauf knackig frischer Salat und ein paar Spritzer Aioli. Es ist wirklich großartig, mal ein bisschen Zeit für mich zu haben. Ich hoffe nur, meine Essensvorräte reichen aus. Wieder mal ein grandioser Sonnenuntergang in L.A. Diese Stadt ist echt atemberaubend. In Klammern unbedingt Foto anhängen. Marshmallow hat gerade auf ihre Kaschmirdecke gepinkelt und sich darin gewälzt. Ich hasse mein Leben. In Zeiten wie diesen darf man nie vergessen, wie gesegnet wir alle sind. Die Lage ist ernst, aber es gibt immer mehr Positives als Negatives. Tut mir leid, Leute, aber das musste auch mal gesagt werden, lol. Foto von mir im Bikini am Pool anhängen. Okay, Anto, hat sonst noch jemand die Nase voll vor diesem ganzen Zombie-Ding oder bin das nur ich? Bist nur du. Lol. Kannst du so reinspringen? Oh. Was ist das denn? Ich hab einfach Sachen durch die Gegend geschmissen. So, wir müssen da oben hin aufs Dach. Aber ihr wisst ja, erst muss man plündern. Erst das Plündern, dann das Vergnügen. Deswegen schauen wir jetzt nochmal kurz hier weiter. Award. Squirm. Staked out in the goat pen. Ach, whatever, Alter. Goat pen planning. Merch meeting Tuesday. 24 Stunden Stream. Mittwoch. Warte mal. Geht es über mehrere Seiten hoch? Da geht's nicht hin. Oh, Entschuldigung. Dass du noch lebst, sehe ich. Dass du nicht lebst, sehe ich sofort. Also Kategorie erwacht dann später zum Leben, wenn ich nicht brauchen kann. Apology Script. I'm alone in the house. It's 1 a.m. Das ist morgens allein im Haus und sie ist... Sorry, dass sie alle Fans enttäuscht hat und auch die Sponsoren. Nächstes Mal wird es besser machen. Hier Wein für Sympathie. Das ist nicht geskriptet, das ist von meiner Hand. Bitte nehmt die Evakuierung ernst. Es war ein Fehler. Ich hätte keine Späße drüber machen sollen. Okay. Also scheinbar hat sie sich über die Evakuierung lustig gemacht und hat jetzt dann Angst, weil es so gebackfired hat. Kurze Frage, es geht da hoch? Aber es geht auch da drüben hoch. Oder ist das hier was anderes? Nee, das ist das gleiche. Komm jetzt hier einfach nur von der Seite. Okay. Hm. Hallo, Amanda. Getcha.
You're one of them influencer types. Yep. Catching this shit show on camera. When my videos of flying zombie guts go viral, they'll be racing to send it to choppers to save our butts from LA. Ooh. Plan-wise, that's fucking massive. Right? Problem is, it's pretty hard to get good footage while killing corpses. Oh shit! Idea! We collaborate! We lure suckers up here, you finish them off Amanda style, and I get crystal clear shots. Little Miss Styles, you had me back there at Flying Zombie Guys. Ja. Ja, am besten wir so einen Drill-Sergeant. Ja. I fühl dich, Alter. I fühl dich. Anspielung auf YouTube. Okay. Dann locken wir mal ein paar Zombies her, nachdem ich geschaut habe, ob es noch was zu klauen gibt. Brennt ihr überall? Au, ich brenne. Brüststange. Hallo? Was mit 50.000 Followern sich sowas zu leisten? Muss schon nicht schlecht laufen. Digga, ich stehe einfach im Feuer drin, Alter. Wie blöd bin ich denn? Erstmal in die Kühltasche. Okay, Milady. Hab's dann gleich. Tu hier noch kurz ein paar Schilderpfosten einsammeln. So, dann drehen wir die Mucke mal auf hier, ne? Soll die vom Dach schmeißen? Wie schmeiß ich denn die vom Dach? Wo sind die denn? Okay. Ich muss die quasi runtertreten oder was? Ne, das klappt auch nicht wirklich. Ah, so, pass auf. Bam, Alter. Hey, ich soll nicht runtertreten. Gott, die machen mich jetzt schon kalt. Tret. Na, Nummer 1. Oh, fuck, das. Ah, das geht nicht gut aus. Warte. So, mach mal. Hey, spreng! Fahr runter! Du auch, schnell! Geht's denn mit dir ab, Alter? Hallo, stehst du bitte auf? Was? Was will die? Das Problem ist... Oh. Okay, das war mir jetzt gerade zu knapp. Das ist, Ziel auf die Gliedermaßen. Ja, mach ich. Digga! Lass mich in Ruhe! Also wenn ich damit beschäftigt bin, den die Gliedmaße abzuhacken, ich verreck. Leute, ich verreck die ganze Zeit. Was ist denn das? Es ist dunkel, es ist brennt, es ist... Die Alte schreit rum. Digga, das ist doch... Alter, das ist doch... Oh. Dann will ich ihr den Arm abhacken. Ich ziele auf ihren Arm. Was passiert? Ich hack ihren Arm nicht ab. Auf die Füße. Gehen die Füße auch? Gehen die Füße? Okay, Füße abhacken geht nicht.
Es ist, Leute, das ist so. Warte, vielleicht muss ich ja gar nicht so stark hängen. Vielleicht klang es ja auch, wenn ich es schneller mache. Okay, wir hacken sie einfach im Schnelldurchlauf. Schau, ich hack. Digga, hör doch auf mit deinem hässlichen Kleid. Das ist ja wie eine Banshee aus Mass Effect. Da war, stand sogar verstümmelt da. Okay, auf den Kopf treten klappt nicht. Das wäre, ist da das Brutalste, wo es eigentlich gibt. Okay, wir haben noch Trick 18. Wir verstümmeln sie einfach so. Ja, die schubsen sich gegenseitig weg. Warte, wir haben nur noch. Okay. Also ich weiß nicht. Also vielleicht liegt es an mir oder vielleicht muss ich wieder aufs Dach rauf. Aber es klappt nicht mit dem Verstümmeln der Gliedermaßen. Da, ich kann machen, was ich will. Es klappt nicht. Dann muss ich einfach wieder aufs Dach rauf. Digga, lass mich. Da, verstümmelt. Seht ihr? Aber es klappt nicht. Ich verstümmel die zwar, es klappt nicht. Wahrscheinlich, wenn ich nicht auf dem Dach bin. Ich muss aufs Dach zurück. Wahrscheinlich kann die Alte nicht filmen oder so. Bin wieder da. Kurz einen Ausflug gemacht. Werf. Werf doch! Ja, das Problem ist hier zum Beispiel, ich schlag die ganze Zeit gegen so anderes Zeug. Also das ist die sinnloseste Mission ever, Alter. Also no joke, also wer sich so einen Bums ausgedacht hat, er hat auch gedacht, der ist der Held von Malibu, Alter. Ja, ich ziele auf die Gliedermaßen, vielleicht liegt es an der Waffe. Aber ich habe keine andere Waffe dabei. Also ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie 100 verschiedene Waffen habe. Schau, ich ziele auf die Gliedermaßen. Hier. Dann ziehe ich auf die Füße. Da. Verstümmelt, jetzt hier. Also hier geht's. Okay, hier geht's wirklich. Also es geht überall. Unten geht's nicht. Geh weg. Geht's jetzt hier hinten? Ich sag da jetzt schon nichts mehr zu, weil... Zählt jetzt eigentlich den Kopf verstümmeln? Zählt den Kopf verstümmeln auch dazu eigentlich? Das ist eigentlich die interessanteste Frage. Und ja, mir ist es jetzt auch gerade scheißegal, dass ich sterbe. Ich kriege ja jedes Mal wieder ein bisschen Ausrüstung back. Aber ich finde die Mission total lost. Also sowas Sinnloses. Das ist so RNG-based. Plus du siehst ja nicht mal was. Die kommen ja von allen Seiten. Weg. Da links ist einer, rechts ist einer, vor mir ist einer, unter mir ist einer. Komm, dein Gliedmaßen, gib mir dein Gliedmaßen. Kopf! Kopf geht hier. So, eine noch. Endlich, Alter. Was, sie will noch was? Lifehacks. Genau, abonniert den Kanal. So, flambiere die Zombies.
Mhm. Digga, ich bin gerade... Ich wollte gerade ein bisschen Feuer machen. Geh weg! Flambiere euch! Aua! Okay, das ist ganz cool. Die alle anzünden. Wo sind sie denn alle? Oh Gott. Der heißt Chonkas, ist aber einfach ein Malmann. Oh ja, aber mit Malmann sollte man nicht spaßen. Der wirft sich ihm sogar direkt zu Boden. Brennender Geher. Digga, chill, ich hab doch eine Trashwaffe, bloß. In ihrem Boot, Medikit. Noch eins. Geld. Ich schwöre, ich habe komplett diese Werffähigkeiten vergessen innerhalb von 2 Tagen. Ja! Ach so, dann geht es nur darum, die möglichst schnell anzugreifen. Ah, schau, so lernt man Sachen. Also ich komme langsam wieder rein, Leute, ins Spiel. Bin nur 6-mal gestorben. Ich soll ihr einen Kommentar hinterlassen. Naja. Amanda, du bist eine blöde Kuh. Nein. Ich hasse dich. Nein, ich hasse dich. Whatever, ich hasse dich. Du bist eine blöde Kuh. Du hast mich 6-mal umgebracht. Not that either's happening without a stable internet connection. Well, you can go fix that in comfort. Head to Emma John's mansion and tell him Danny sent you. What? Bestie? I know you aren't suggesting we break up the team. Doch. We can roam the city, creating beautiful content together. We'll get like Nobel Peace Prizes for our life-saving documentaries. Ganz bestimmt, ja. The Moxie, but best you work with what you just got. Can't be famous if the zombies get you first. Yeah. Okay, I do need to edit this. If we only get one video, it has to pop. But don't go streaming any gold behind my back. So, okay, das war kurz gucken. So, wir haben auf alle Fälle, da haben wir zum Beispiel, was haben wir denn hier? Mächtigen Sprungtrittangriff. Machen wir mal das. Drücke V, Digga, ich hab das... Ja. Es gibt bestimmt einige, die hin und wieder schon reingeschrien haben. In ihren Bildschirm. Ein gut getimtes Block oder Ausweichen füllt die Lebensanzeige wieder aus. Ist das eine bessere Variante davon, oder was? Ach so. Warte mal ganz kurz. Nee. Achso, das ist einmal das, nee, das ist der Gebrauch eines Medikits löst eine Explosion aus. Diese Explosion finde ich fast schon nutzlos. Blocke einen Angriff oder weiche ihm aus, meinen kleinen Schadensboost zu halten. Nee, wir bleiben so. Sonst haben wir ja nichts aktuell. So, dann. Oh. Jetzt gibt's wieder.
da runterspringen? Oh, hi. Also scheinbar ist es noch nicht ganz vorbei hier. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns nächste Folge an. Macht's gut. Tschüss.